Ja, servus Leute, herzlich willkommen zu meinem zweiten Video zur FIFA 17 Draft to Glory. Heute machen wir auf jeden Fall mal weiter mit unserer Footdraft-Serie, wollen dort unsere Mannschaft natürlich ein bisschen verbessern. Wir sehen, so sehen sie, sieht sie nach dem ersten Draft aus, den wir in der letzten Episode gespielt haben. Das sind alles Spieler, die wir jetzt im oder für den Sieg bekommen haben in der letzten Episode. Ist auf jeden Fall noch nicht wirklich gut, die Mannschaft. Und ich hoffe natürlich, dass wir die heute ein bisschen verbessern können mit dem Draft, den wir heute spielen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach wieder direkt in den Online-Draft, verschwenden keine Zeit und hoffen, dass wir dort mal wieder einen richtig guten Spieler bekommen. Zunächst mal wieder die Formation. Und ich würde sagen, wir gehen heute mal wirklich mit der 4-3-1-2. Die gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Und als Kapitän bekommen wir Müller, Pogba, auch nicht schlecht. Ah, Pogba ist natürlich ziemlich geil. Ja, gehen wir, glaube ich, mal mit Pogba. 5 Sterne Skills natürlich, richtig krass. 1,91. Können wir auch als ZOM einsetzen. Würde ich sagen, machen wir einfach mal mit dem Sturm weiter. Schauen wir, ob wir dort einen Premier League-Spieler vielleicht bekommen. Oder natürlich einen Franzosen. Da können wir Germain nehmen. Oder Briand. Ich würde da eher Germain nehmen von Monaco. Dann der zweite Stürmer ist auch kein besonders guter. Giovanni dos Santos ist natürlich nicht schlecht, er ist natürlich eigentlich ganz gut. Nehmen wir den einfach mal, der wird wahrscheinlich eh nicht von Anfang an spielen. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass wir hier noch einige MLS-Spieler bekommen. Ein paar Premier League-Spieler wären auf jeden Fall gut. Jetzt bekommen wir hier auf jeden Fall einen von Monaco, der uns helfen würde, falls wir Monaco drin lassen. Und falls wir auf Premier League umsteigen, wäre Lallana natürlich gut, aber ich glaube, wir müssen auf Nummer sicher gehen und nehmen João Moutinho. Für die Chemie ist es natürlich wichtig. Und im ZM, ja, bekommen wir eine gute Auswahl von Premier League zentralen Mittelfeldspielern. Da würde ich fast zu Yaya Touré tendieren, der ist auch defensiv ziemlich stark. Hat zwar nur noch 69 Verteidigung, aber das ist trotzdem ganz in Ordnung. Und Fabregas bin ich nicht so ein großer Fan davon. Nächste ZM-Position, Granit Xhaka, Castro. Da nehmen wir, denke ich mal, direkt Granit Xhaka. Und lassen ihn in der Mitte spielen. Haben wir auf jeden Fall mal ein solides Premier League-Mittelfeld. Und bisher noch keinen BBVA-Spieler in der Mannschaft. Richtig gut auf jeden Fall. Machen wir mal rechter Verteidiger als nächstes. Da haben wir nur einen aus der Premier League, Ivanovic. Der ist natürlich nicht sonderlich schnell, aber hat richtig gute Defensivwerte. Nehmen wir den einfach mal und hoffen auf gute Innenverteidiger. Das sind erstmal ein paar Non-Rare, da können wir eigentlich gar keinen gebrauchen. Nehmen wir einfach mal den schnellsten, den Bigas. Und der nächste Innenverteidiger für unsere Mannschaft. Ja, wieder keine gute Auswahl. Da, ja, ist eigentlich wieder egal, wen wir nehmen. Der hier hat 76 Tempo. Richtig krass für einen Innenverteidiger, auf jeden Fall. Nehmen wir den einfach mal mit. Ich hoffe natürlich, dass wir noch bessere Innenverteidiger bekommen, sonst stehen wir da nicht so gut da. Azpilicueta oder Luke Shaw sind natürlich gute Außenverteidiger und Monreal können wir natürlich auch nehmen. Ich tendiere zu Azpilicueta, den nehmen wir auch. Und machen direkt mal bei der Bank weiter, die Reserve zuerst. Und wir brauchen dringend ein paar Angreifer oder ein paar Innenverteidiger. Am besten aus der Premier League. Mirallas können wir vielleicht im Notfall im Sturm spielen lassen. Eriksen ist natürlich auch ziemlich gut. Ich hoffe, ich gehe jetzt einfach mal auf eine Premier League Mannschaft. Wir versuchen es einfach mal.
nehmen Moutinho hier raus, hauen Eriksen rein. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch zwei Stürmer aus der Premier League und wir haben es. Aber erstmal wieder ein defensiver Mittelfeldspieler. Matic nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Können wir vielleicht auch mal für Xhaka einbauen. Und ja, die hatten wir. Luke Shaw hatten wir zumindest schon mal und Luis hatten wir auch schon mal zur Auswahl. Ja, Raphael Varane hat natürlich im letzten Draft für uns überragend gespielt, deswegen würde ich fast sagen, nehmen wir den wieder. Wobei Luke Shaw natürlich für die Chemie nicht schlecht wäre. Der ist auch 1,85, den könnten wir theoretisch als Innenverteidiger spielen lassen. Ja, würde ich sagen, machen wir das. Sorry, Raphael Varane. Heute leider nicht. Vielleicht bekommen wir ihn ja trotzdem noch. Und hier bekommen wir Klein auf jeden Fall nochmal einen Premier League Außenverteidiger. Mit Begovic einen Torwart. Klein könnten wir natürlich auch in der Innenverteidigung spielen lassen. Falls wir ja keine Premier League Verteidiger mehr kriegen, wäre das auf jeden Fall eine Option. Nehmen wir den einfach mal mit. Da können wir Ivanovic dann wahrscheinlich besser in die Innenverteidigung stellen. Der ist eh nicht so schnell. Und würde ich sagen, machen wir erstmal den Torwart aus der Startelf und hoffen, dass das ein Premier League Torwart wird. Und ja, das ist eine richtig geile Auswahl an Premier League Torhütern. Loris, Mandanda, Bravo und Peter Cech. Da ist wirklich schwer zu sagen, wen wir da nehmen, wer da der Beste ist. Ich gehe mal gerne nach Größe. Peter Cech, 1,96 natürlich richtig krass. Loris natürlich von den Werten her ein bisschen besser als Cech. Oder sind eigentlich ziemlich gleich gut. Deswegen würde ich sagen, ja, Peter Cech, 1,96 natürlich, richtig guter Torwart. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut für unsere Mannschaft. Jetzt bräuchten wir auf jeden Fall noch ein paar Stürmer. Wäre nicht schlecht. So ein, was weiß ich, ein Martial oder nehmen wir eigentlich alles. Rashford wäre natürlich auch krass. Aber wir bekommen immer vorwiegend ZMs oder ja, linke Verteidiger aus der Premier League. Das brauchen wir eigentlich alles nicht. Nehmen wir Ramsey einfach mal mit. Bekommen wir jetzt den Stürmer? Jawohl, Oliver Giroud immerhin mal. Der hat zwar nur 64 Tempo, aber ist natürlich ein bulliger Stürmer. Der kann uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Stellen wir einfach mal rein für Giovanni dos Santos. Und direkt weiter im Text, der nächste Spieler ist ein Mittelfeldspieler und davon können wir überhaupt keinen gebrauchen. Nehmen einfach die Davi mit und gehen zum nächsten. Jetzt werden wir auf jeden Fall keinen Stürmer mehr bekommen, schätze ich mal. Routledge von Swansea. Ja, davon können wir eigentlich auch keinen gebrauchen. Nehmen wir den Heller einfach mal mit. Und es sieht ganz so aus, als müssten wir wirklich mit Germain und Giroud im Sturm spielen. Silberspieler, da werden wir auch keinen benutzen davon. Ein Innenverteidiger wäre nicht schlecht, ansonsten nehmen wir Luke Shaw in die Innenverteidigung. Das werden wir jetzt auch machen. Also nehmen wir den Nigerianer hier raus und lassen Luke Shaw in der Innenverteidigung spielen. Da haben wir dann auch 96 Chemie immerhin. Und schauen wir, was wir noch für einen Ersatztorwart bekommen. Butland, Lopez, Asensio und Areola ist eigentlich vollkommen egal. Wir haben Peter Cech. Und dann nehmen wir noch unseren Manager. Schauen mal, ob wir noch auf 100 Chemie hier irgendwie kommen können. Am besten wäre ein Premier League Manager, aber da bekommen wir keinen, auch keinen Engländer, also die helfen uns eigentlich alle nix, deswegen ja, nehmen wir einfach, keine Ahnung, irgendjemanden. Und fassen zusammen, wir haben eine 179er Mannschaft, 83 Bewertungen, 96 Chemie, 4 Arsenal, 3 Chelsea-Spieler, 14 aus der Premier League und können jetzt vielleicht mal schauen, wie die Mannschaft aussieht, wenn wir Kevin Mirallas in den Sturm stellen. Der linke Mittelfeldspieler, der könnte vielleicht, ja, minus 1 Chemie nur, würde ich auf jeden Fall bevorzugen gegen Shamada, zumindest ein bisschen Tempo.
und würde ich sagen, lassen wir die Mannschaft so und gehen in unser erstes Spiel und hoffen, dass wir den Draft diesmal wieder gewinnen können. So, unser erster Gegner ist gefunden. Mal schauen, was er für eine Mannschaft hat. Er hat auch eine Premier League Mannschaft, allerdings hat er volle Chemie und auch richtig gute Spieler. De Bruyne zum Beispiel, Kanté und eine richtig gute Verteidigung auch mit Zuma und Smalling. Auf jeden Fall eine richtig gute Mannschaft. Gray im Sturm natürlich auch ein schneller Stürmer. Es wird auf jeden Fall nicht so leicht, denke ich mal. Im letzten haben wir uns ja relativ leicht getan in den ersten Runden. Starten wir einfach mal in die Partie. Harter Zweikampf, aber alles fair. De Zwei Bruyne enorm jetzt talentierte über Spieler, die links. wir hier auf beiden Seiten erleben. Zieht Und es nach sind innen, bringt die beides Leute Flanke und da ist das 1 zu 0 Bale, für der meinen das Gegner. stark gemacht. Mist Und der Mann, Bale der mit dem gleich 1 sein zu Tor 0, den hat er gehört, gerade weiß er, wie das eingewechselt Tor zu da ist. Spielbeginn direkt. So Und er und macht nicht auch gleich anders das muss so ein 1-0. Kopfball ansetzen. Dumm Der gelaufen, Junge würde ich hat sagen. absolute Klasse mit ganz viel Power Mal dazu und schauen, ob wir präzise. das noch Den kannst du nicht halten. wieder in die richtige Reihenfolge bekommen, Schon. ob wir wieder in Führung gehen können. Olivier Giroud versucht sich durchzusetzen. Spielen wir den Ball mal durch und Und können können Sie jetzt den den Mitspieler? Abschluss suchen und treffen nur die Ja! Latte. Sam Aber Maxi! Eriksen im Ein Nachschuss Tor! mit Sehen dem Sie das? Ausgleich, Hat er jawohl, der gesetzt? war wichtig. Ja, Das das ist ja war ein fast ein enges Spiel Foul von geworden. Eriksen. Da Kurz vor springt er mit Weiter hätten Sie gestrecktem sich Bein noch rein, einige aber Chancen ausgespielt, ne? das Tor nehmen wir Jawohl, da natürlich fällt gerne ihm mit. auch mal das Tor. Ich bin jetzt auch Hoffen wir, dass begeistert wir vom das Spiel Anfang. noch Und gewinnen damit können. alles auf Anfang. Es steht 1 zu 1. Am besten noch in der Halbzeit in Führung gehen. Touré. Und Ander Herrera. Nach 45 Und wir Minuten gehen steht es in die hier 1 zu Halbzeit mit 1. Da können dem wir nicht mehr Stand verlieren. von 1 zu 1. Wir haben 8 Schüsse, er hat 2 Schüsse, davon 5 aufs Tor und er bei einem. 57% Ballbesitz, auf jeden Fall zeigen wir wieder ein ganz solides Spiel. Ich denke mal, wir können das noch gewinnen in der zweiten Der Halbzeit. Schiedsrichter pfeift an, Hoffen die wir zweite es. Hälfte läuft. Ja, Touré jetzt. Pogba jetzt. Jetzt haben wir vielleicht mal ein bisschen Platz über Kevin Mirallas. Der ist doch Mit ihrer schnell. Kann das Passsicherheit Ding ins und lange Eck und die setzen? Chance. Jetzt Jawohl! haben sie es. Da Sind ist sie das klug 2 geworden zu durch 1. Torschuss? Müsste 87. es eigentlich Minute. sein. Wir sind auf dem Weg ins Viertelfinale. Und mit dem Tor Richtig müsste starker es dann Ball. auch für sie Kevin gewesen sein, oder? Mirallas Ja, setzt normal, seine ja. Ist ja Schnelligkeit nicht mehr natürlich lange gut zu ein spielen. und ist dann eiskalt im Abschluss. Und da bin ich froh, Jetzt dass steht es hier wir 2 zu Kevin 1. Mirallas genommen Eine haben. Der enge ist durch seine Kiste. Schnelligkeit natürlich ziemlich wichtig für Da uns. geht er vorbei. Schuss von De Bruyne. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Jetzt nochmal über Ronaldo. Bringt die Flanke rein, Vielversprechender den dürfte Spielaufbau Peter und Cech in haben dem und Fall damit hat er ganz dürfte es souverän. das auch gewesen sein. Wir hauen den Ball nochmal nach vorne, vielleicht kriegen wir noch einen Angriff. Nein, das Spiel ist Das war aus, ein wir knappes gewinnen Ergebnis hier, unser 2 erstes zum Spiel Ende. im zweiten Draft mit Ein 2 ganz, zu ganz 1. Auf enges jeden Match Fall war ein das heute. gutes Am Spiel. Ende gehen sie aber Und mit einem damit haben Sieg auf wir Platz. Ja, 5 fast schon. Siege in 5 Spielen, ist auf jeden Fall richtig gut. Zwei enorm Und so talentierte kann es, Spieler, denke die ich wir hier mal, auf beiden Seiten erleben. weitergehen. Und Wäre es ist richtig Gareth gut, Bale! wenn wir auch in dem Draft mal wieder ins Finale kommen oder zumindest Halbfinale, wäre ja schon mal richtig gut. Und gehen wir einfach direkt mal ins nächste Spiel, ins Spiel Nummer 2. So, wir haben unseren zweiten Gegner und mal schauen, was hat er hier für eine Mannschaft. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Serie A, BBVA natürlich, Liga Santander. Und David Luiz mit Gündogan und Mustafi, auch noch ein paar Premier League-Spieler drin auf jeden Fall. Eine ganz gute Liebe Mannschaft, Zuschauer, es ist Dreierkette. angerichtet. Heute Und kommentieren ich für bin wirklich Sie mal gespannt, ob wir auch in der Horst zweiten Runde und wieder Markus bestehen Schwanz. können. Los geht's. Shaw. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Er schießt. Da Und ist ein der Treffer, Sie liegen Distanzschuss vorne. von Bakambu Und landet im das soll Ihnen Tor, das jetzt ist endlich auch mal natürlich Glück richtig vor der Hälfte mies. geben. Klar, wenn du den Schuss 45. kurz vor der Pause Minute triffst, dann zieht ist er das einfach natürlich mal Glück. ab, Oh, das gibt dir ohne, natürlich nochmal richtig Dampf für den ja, zweiten Abschnitt. Der dass ich Ball ist damit im Tor. gerechnet hätte und haut das Ding 3 Minuten rein. Nachspielzeit wird es hier geben. Das ist natürlich jetzt ganz blöd gelaufen, kurz vor der Halbzeit. Vielleicht Und können das wir noch schnell Trikot
einen Gegenangriff machen über Azpilicueta, aber die Flanke ist nix. Und damit gehen wir dann wahrscheinlich auch in die Halbzeitpause. So ist es, 1:0 für meinen Gegner, der auch mehr Schüsse hat als wir bisher. Wir haben allerdings mehr Ballbesitz, also ich würde sagen, es ist ein ausgeglichenes Spiel. Wir beide haben ihre Gelegenheiten, zwar keine richtigen Großchancen bisher, aber der Distanzschuss war natürlich ärgerlich und schauen wir einfach mal, ob wir das in der zweiten Halbzeit noch drehen können. Jetzt vielleicht mal Mirallas, komm, setz dich durch gegen Varane, legen wir das Ding in die Mitte und das muss es doch sein, das ist es nicht, das gibt es doch nicht, das ist eine hundertprozentige. Den müssen wir auf jeden Fall reinmachen. Sehr gut aufgepasst. Jetzt vielleicht mal über Christian Eriksen. Ziehen wir in die Mitte und schlänzen das Ding ins lange Eck. Jawohl, Eriksen. Du bist richtig gut gemacht. Gut auch von Mirallas, der sich da gut durchsetzt. Das Ding auf Eriksen spielt. Der mit dem kleinen Ronaldo-Job vorbei an David Luiz. Und das Ding ins lange Eck. Jetzt steht es wieder unentschieden. Wir haben wieder alle Möglichkeiten. Ramsey. Als Eriksen durch. Spielen wir das Ding auf Giroud und der macht das Ding kurz nach dem 1:1 direkt das 2:1. Jawohl, eine Minute hat es nur gedauert. Richtig, richtig geil. Wir drehen dieses Spiel auch wieder innerhalb von 2 Minuten. Ihr seht hier, machen wir die 2 Tore zur Führung. Und jetzt hoffen wir, dass wir das Ding irgendwie über die Zeit bringen können. Dürfen nicht mehr viele Chancen zulassen, auf jeden Fall. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Olivier Giroud, das war richtig gut gemacht. Und jetzt stecken wir das Ding durch. Mirallas mit dem 3:1. Das war ja richtig ein guter Pass von Giroud nach außen. Der war richtig stark. Allgemein muss ich sagen, Olivier Giroud gefällt mir richtig gut in dieser Mannschaft. Hier der überragende Pass sehen wir nochmal und dann natürlich auch ein super Pass von Klein auf Mirallas, der das Ding vollstreckt. Und ja, 3:1. Richtig gut, unser Gegner geht raus. Kurz vor Schluss und damit sind wir in der nächsten Runde und sehen uns in Spiel 3 im Halbfinale. Weiter geht's. So, unser nächster Gegner ist gefunden. Er hat eine Mischung aus Bundesliga, Liga Santander und Premier League. Eine ziemlich gute Mannschaft. Toni Kroos, Draxler und Thiago auf jeden Fall ein gutes Mittelfeld. Robert Lewandowski natürlich eine Granate im Sturm. Mit Coman natürlich noch auf Außen. Eine richtig gute Mannschaft. Und hoffen wir mal, dass wir dieses Halbfinalspiel für uns entscheiden können. Wir sind ja bisher noch ungeschlagen. Und schauen wir einfach mal wieder rein in die größten Chancen. Los geht's. Wir sehen bei Ihnen heute. Touré! Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Christian Eriksen macht das Tor. Das 1:0 nach 38 Spielminuten. Richtig gut, Christian Eriksen. Gefällt mir auch richtig gut in der Mannschaft. Schlänzt das Ding ins lange Eck. Keine Chance für Tremmel in der Situation. So kann es weitergehen. Wir sind auf dem besten Weg ins Finale. Und nun Pogba. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und da gehen wir in die Halbzeitpause. 1:0 der Spielstand. 8:1 Schüsse, 57% Ballbesitz. Sieht richtig gut aus bisher. Und wir hoffen, dass es so weitergeht und wir ins Finale einziehen können. Es wäre auf jeden Fall richtig geil. Unser 7. Sieg in Folge ist in greifbarer Nähe. Das könnte die Chance werden. Sie haben den Ball.
Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Und da hat er die Möglichkeit und macht den Ausgleich. Mist, das war nicht so gut verteidigt. Das nenne ich effizient. Mustafi auch noch, der Innenverteidiger, macht den Ausgleich. Mit so einem Distanzschuss. Den trifft er wahrscheinlich auch nie mehr so. Der Spielverlauf ist völlig offen. Giroud auf Yaya Touré. Der probiert es einfach mal und da ist wieder Olivier Giroud. 87. Minute. Das 2:1. Richtig, richtig geil. Olivier Giroud ist wirklich eine Legende von dem Sturm. Und was für ein Volley gegen zwei Verteidiger. Haut er das Ding da ins lange Eck. Richtig, richtig geil. Olivier Giroud bringt uns wieder in Führung. 88. Minute. Und das sollten wir uns jetzt eigentlich nicht mehr nehmen lassen. Aber bleibt auf den Beinen. Und der macht doch noch den Ausgleich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war eine richtig dumme Aktion hinten in der Verteidigung. Gewühl. Und Kingsley Coman schiebt das Ding dann trotzdem noch ein. Aber wir bekommen nochmal die Möglichkeit für Olivier Giroud direkt nach dem Anstoß. Die Möglichkeit, noch das 2:2 zu machen. Das ist richtig ärgerlich. Coman. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance. Jetzt hoffentlich nicht noch das 2:2. Sauber vom Ball getrennt hier. Hoffentlich nicht noch das 3:2. Wir schlagen das Ding weg. Und es geht in die Verlängerung. Die erste Verlängerung für uns in diesem Turnier. 17:7 Schüsse haben wir mittlerweile. 56:44% Ballbesitz. Eigentlich dominieren wir den Gegner, haben viele, viele Möglichkeiten. Und das müssen wir jetzt in der Verlängerung nur noch umsetzen. Wir werden auf jeden Fall ein paar Auswechslungen vornehmen, denke ich mal. Wir werden mal Marcel Heller bringen für Kevin Mirallas. Ein bisschen Tempo vorne rein und im Mittelfeld werden wir Chaka auswechseln und werden auch noch die Davi bringen für Yaya Touré. Und so geht's in die Verlängerung und wir hoffen, dass wir dort jetzt noch die entscheidenden Tore machen können. Es geht los, die Verlängerung läuft. Die Davi, Heller. Wichsen mit der Chance. Und was für ein sensationelles Tor von Christian Eriksen. Unglaublich, wie er sich den Ball da über den Kopf legt. Schaut euch das mal an. Mit dem Kopf legt er sich den Ball drüber und haut das Ding volley rein. Sensationelles Tor von Christian Eriksen. Der ist wirklich überragend. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, als wir den am Anfang bekommen haben, dass der wirklich so gut ist, aber der ist wirklich sensationell. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Und die nächste Chance, Eriksen mit seinem dritten Tor, zwei Stück in der Verlängerung, bringt uns hier womöglich zum Sieg. Eriksen ist wirklich ein richtig, richtig guter Spieler. Ich kann es nur wiederholen. Der macht hier einen nach dem anderen rein. Überragende Pässe, überragender Abschluss. Und jetzt müssen wir das eigentlich über die Zeit bringen. Sehr guter Einsatz. Und Thiago. Eriksen gewinnt nochmal den Ball. Zweimal sogar. Und geht jetzt wieder aufs Tor zu. Und macht auch den, er macht auch den, Christian Eriksen mit seinem vierten Tor. Unglaublich. 118. Minute. Wir werden dieses Spiel gewinnen und ins Finale einziehen. Genau die richtige Entscheidung, sehr überlegt gemacht. Und das Spiel ist aus. Wir gewinnen mit 5:2. Es war wirklich anfangs ein hartes Spiel gegen den Gegner hier.
im Halbfinale, aber der Christian Eriksen macht natürlich den Unterschied und holt sich auch zu Recht den Ball ab. 4 Tore, 11 Schüsse. Richtig, richtig krass. Und gehen wir einfach mal ins Finale direkt, würde ich sagen. Christian Eriksen natürlich eine 10,0. So kann es weitergehen. So, unser Finalgegner ist gefunden. Mal schauen, was er für eine Mannschaft hat. Eine 76er Chemie-Mannschaft mit Ronaldo, mit Bale, mit Marta, mit Oscar. Und hoffen wir mal, dass wir den besiegen können. Es dürfte eigentlich kein Problem werden. Oder, ja, sollte man im Finale natürlich nicht sagen, aber die Mannschaft mit der wenigen Chemie ist natürlich immer gefährlich. Meistens verliere ich eher gegen Mannschaften, die weniger Chemie haben als 100. Und gegen die mit 100 Chemie tue ich mich dann immer leichter, aber wir schauen einfach mal, wie es läuft. Los geht's, auf jeden Fall. Und da gehen wir in die Halbzeitpause. 0-0, ein sehr chancenarmes Spiel bisher. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch nicht viele Highlights gesehen haben. Und gehen wir direkt mal in die zweite Halbzeit. Es kann eigentlich nur besser werden. Und jetzt die dicke Möglichkeit. Olivier Giroud macht das 1-0. 60. Minute. Richtig, richtig gut. Wir führen endlich mal eine gute Chance. Endlich das Tor. Olivier Giroud natürlich auch in Bedrängnis durch seine Stärke. Enorm abschlussstark. Und ich hätte nicht gedacht, dass der wirklich mit seinen 63 Tempos so, so gut ist. Hoffentlich können wir das jetzt über die Zeit bringen. Ella über die Außen bringt das Ding mal kurz auf Olivier Giroud, der setzt das Ding per Kopf ins lange Eck, das 2-0. Olivier Giroud ist neben Eriksen der überragende Mann und schießt uns hier womöglich zum Titel. 2-0, noch 11 Minuten zu spielen, das sollten wir uns nicht mehr nehmen lassen. Ja, Wolf, da hat's gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt, klasse. Bekommt er nochmal eine Chance auf den Anschlusstreffer? Ja, Bale macht nochmal das 2-1. Und hoffentlich geraten wir jetzt nicht ins Wackeln. Noch 3 Minuten zu spielen. Pass von Bale unterbunden. Und da ist das Spiel aus. Wir gewinnen mit 2-1. Gewinnen im zweiten Draft unseren zweiten Titel. Das ist wirklich unglaublich. Auf meinem normalen Account schaffe ich das nie, einmal ins Finale zu kommen. Und hier gewinne ich zweimal in Folge den Draft. Das ist wirklich sensationell. Olivier Giroud, diesmal der Man of the Match. Wir schauen uns auf jeden Fall mal an, was wir jetzt für Packs bekommen. Ich hoffe mal, es sind bessere als beim letzten Gewinn. Da haben wir ja nur 2 5K Packs und 2 25K Sets bekommen. Mal schauen, was es diesmal sein wird. Und es ist ein Premium Gold Set und 2 seltene Gold Sets, also 2 25K und ein 7,5K Set. Ja, es ist ein bisschen besser auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall die besseren 25k Sets mit den seltenen Goldsets. Würde ich sagen, machen wir die direkt mal auf. Fangen an mit dem Premium Goldset. Wen werden wir bekommen? Hoffentlich mal eine gute Karte. Das ist Reed von West Ham. Der ist auf jeden Fall richtig gut. Premier League Verteidiger. Dazu noch Utaka aus der japanischen Liga. Und haben wir alles im Verein. Reed können wir gut gebrauchen, falls wir uns irgendwann mal eine Premier League Mannschaft aufbauen wollen. Dann hoffe ich, dass wir jetzt hier noch ein paar gute Karten kriegen. Vielleicht mal ein Inform oder ein Walkout wäre natürlich auch geil. Jetzt bekommen wir Ivanovic, der uns gerade beim Titelgewinn geholfen hat. Und geil, Clichy ist richtig gut. Wir können uns hier fast schon eine Premier League Mannschaft dann aufbauen.
eine Premier League Verteidigung zumindest. Hauen wir ebenfalls in den Verein und gehen zum letzten Set. Wer wird da drin sein? Es ist ein England-Stürmer und es ist Jermaine Defoe. 80er Gesamtwertung, nicht allzu schlecht. Und Gradel dazu noch, ebenfalls aus der englischen Liga. Also wir können uns vielleicht bald sogar unsere erste Premier League-Mannschaft aufbauen. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr reingeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst für unseren zweiten Footdraft-Gewinn. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jules, haut rein.